Habt ihr Tomaten in eurem Garten oder im Gewächshaus? Dann bleibt jetzt mal dran, denn ich habe einen Profi hier, der sich richtig gut auskennt und den ein oder anderen wichtigen Tipp für euch dalässt. Schaut mal, was für wunderschöne Tomaten ich dieses Jahr habe hier. Solche riesigen Brummer hier, Ananastomate. Oder hier die kleine, aber feine Black Cherry. Mom's Paste, Flaschentomate. Die riesigen Ochsenherzen hier. Oder diese eierförmigen hier. Dann habe ich richtig schwarze Tomaten. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Und lilafarbene Tomaten. Schaut euch das mal an. Bleibt dran, ich verspreche euch, es lohnt sich. Wir haben ja das Garten-YouTuber-Treffen gehabt. Gestern, vorgestern. Mit dabei auch wieder Tomatenflüsterer Thomas. Er ist halt der, der sich wirklich gut auskennt mit den Tomaten. Jetzt hätte ich gerne mal die Gelegenheit genutzt, dass er mal durchschaut und mir mal ein bisschen Kritik sagt, was ich hier vielleicht verbessern könnte oder auch ein bisschen Lob, was ganz gut funktioniert. Du hast ja angefangen mit mehr Trivik ziehen seit heuer und ja, man sieht ja jetzt an den Pflanzen, dass es nicht nur ein Trieb, der nach oben geht, sondern du hast ja teilweise zwei, drei Schnüre mittlerweile schon gespannt, dass du halt die Triebe hochleiten kannst. Und ich glaube, man sieht, dass auf den Pflanzen sehr viel draufhängt. Du sagst ja selber, wie viel ist mehr drauf? Ein Drittel etwa, so gefühlt. Yes. Es funktioniert richtig gut. Und hat natürlich den großen Vorteil, dass die Pflanzen ja nicht so hoch werden. Wenn sich die Kraft auf mehrere Triebe aufteilt, hat man nicht einen langen großen Trieb, sondern halt mehrere Triebe, die halt nicht ganz so hoch werden. Ja. Kappst du deine Tomaten oben, wenn sie zu hoch werden im Nein, Gewächshaus? Gar nichts. Ich versuche sie dann oben rumzuleiten, einfach um den so wenig wie möglich in den natürlichen Wuchs einzugreifen. Genau, das sieht man hier rechts von dir. Da, die wächst ja unglaublich hoch, obwohl ich sie auch zweitriebig oder dreitriebig sogar gezogen habe. Unglaublich hochwüchsig und die stoßen jetzt oben an der Gewächshausdecke. Ich komme schon gar nicht mehr ran. Aber das jetzt so rüberleiten, leite ich dann hier einfach. Kannst du sie ja eigentlich bis rüber wachsen lassen, weil da rüber hast du ja zum Beispiel Buschtomaten, die Mom's Paste, glaube ich, hast du wieder gepflanzt. Die wird eh nicht höher wie das. Dann kannst du das so rüberleiten. Was ich dich als Profi auch noch gerne fragen würde, gerade hier, da ist es sehr luftig. Könnte ich die Mom's Paste gut enger setzen oder sagst du, nee, das ist ganz gut, der Abstand, was hältst du davon? Buschtomaten kann man enger setzen, also 50, 60 cm ist bei dir überhaupt kein Problem. Okay, also hier drei in die Reihe ist völlig okay dann, ja? Ja, oder zwischen den Pflanzen weniger Abstand lassen, weil oder das so. Ist ja fast ein Meter, oder? Das ist ein Meter, ja. Ja. Also kann man sich ja auf 60, 70 cm reduzieren, wenn es... Kommt halt immer auf wie dicht die dann Pflanzen wirklich wachsen. Mom's Paste ist ja auch eine Sorte, die könnte man durchaus auch im Freiland probieren. Buschtomaten sind ja sehr robust. Vielleicht probierst du das nächste Mal im Freiland einfach so zum Testen. Ja, ich habe halt auch nicht die Bedingungen wie du. Bei dir ist es schon nochmal klimatisch etwas anders. Bei uns ist es doch etwas feuchter, denke ich. Ich habe draußen Tomaten heuer. Die sind wild aufgegangen, habe ich einfach wachsen lassen. Die wachsen im Moment noch gut, aber schauen wir mal, wann die braunen Fäule zuschlägt. Muss nicht sein. Also ich habe ja die Erfahrung gemacht, wenn man die Pflanzen wachsen lässt, wenn sie wirklich kräftig und robust sind, dann halten sie auch viel besser die Bedingungen aus und dann sind sie nicht so anfällig für Braunfäule. Also. Das stimmt, okay. Man muss mal beobachten. Und einfach ausprobieren. Ausprobieren, ja. Ja. Sonst, was hältst du vom Gewächshaus? Der Ertrag sieht gut aus, ne? Also schaut sehr viel, schenkt sehr viel drauf. Auch von den großen Fleischtomaten. Rigottis Gartentomate. Für alle, die es nicht wissen, die heißen so, weil sie von meinen Verwandten aus Italien kommen und sie selber nicht die Sorte kennen. Das wächst bei denen schon Jahrzehnte im Garten. Deswegen, Thomas, darf man es so nennen, oder? Rigottis Tomate. Klar, aber es ist wahrscheinlich irgendeine herkömmliche Sorte und jetzt nicht etwas, was von der Familie über Generationen wahrscheinlich gezogen worden ist. Die haben die wahrscheinlich immer gekauft. Nehme ich an, oder? Nee, eben nicht. Die nehmen selber das Saatgut von sich. Aber halt... Die sind ziemlich weit oben in den Bergen. Okay. Und haben sich da etabliert. Ja, wohl. Dann kann man das schon sagen, dass das dann eine Familiensorte ist. Wenn die über wirklich längere Zeit an Standort immer wieder selbst Saatgut genommen wird, dann passt hier die Sorte auch an den Standort an und mit der Zeit kriegt man dann schon eine eigene Sorte, auch nicht, die halt dann typisch ist für diese Gegend. Also. Gestern hast du mir noch gesagt, warum auch an Schnüren hochziehen? Tomatenhaken sowieso bescheuert bei uns, braucht kein Mensch als Hobby-Tomatenzüchter. Ja. Habe ich mittlerweile auch gelernt. Ich war total begeistert am Anfang von den Tomatenhaken, bin ich wieder ganz weggekommen. Nur noch Schnüre. Und jetzt hat mir Thomas gesagt, warum machst du nicht einfach ein Spalier? Genau.
Du meintest Bambusstecken? Als Abgrenzung an Stärkern stecken und einfach quer Bambusstecken entweder anschrauben oder nur anklipsen. Mhm. Gibt es ja Möglichkeiten. Ist sehr viel stabiler als diese Schnüre. Man kann sich ja die Pflanzen anschauen. Nicht? Das ist halt alles sehr wackelig. Und wenn man es an einem Bambusgerüst hochranken lässt, nicht, dann kann man wirklich jeden Trieb anbinden, mhm, kann es auch schön fächerförmig hochleiten, hat man auch wieder mehr Luft zwischen den Trieben. Mhm. Und was man natürlich dann auch machen kann, ist dann solche großen Rispen einfach auch an den Bambusstecken anbinden, dass sie nicht einfach abbrechen, so wie da. Ist jetzt noch kein Problem, noch wird sie versorgt, aber ich würde sie dann zur Sicherheit abstützen. Einfach mit einem Schnürl an den Stamm irgendwo, ja, oder so nach oben binden. Rispenhaken wäre eine Möglichkeit. Aber es geht natürlich auch mit einem Anfunken Bast. Ich verwende überall Bast zum Anbinden. Mhm. Geht das genauso. Ja. Und das Spalier baust du einmal auf und dann hast du das Thema. Du musst nicht wieder mit Schnüren arbeiten. Mhm. Das kannst du ja stehen lassen und dann einfach jedes Jahr dann weiterverwenden. Ja. Und ich glaube, das werde ich auch machen mit dem Spalier. Hört sich gut an. Du kannst das ja mal testweise auf ein Eck machen. Ja, genau. Schauen, wie es funktioniert, ob es passt. Und dann erweitern. Ich habe alles nur mehr mit Spalieren. Mhm. Also, das sieht auch schön aus bei dir, muss ich sagen, ne? Mit den hochgebundenen. Das ist halt auch mehr eine Investition gewesen, weil ich habe ja Edelstahlseile gespannt und Eisensteher. Mhm. Das habe ich halt einmal halt investiert und dafür habe ich das jetzt ein Leben lang. Also ja, das eben. Perfekt. Man natürlich kann mit Holz genauso arbeiten, also es ist auch überhaupt kein Problem. Ja. Aber natürlich die Bambusstecken halten nur 3-5 Jahre maximal. Also ja, wobei im Gewächshaus werden sie ewig halten. Wahrscheinlich, also solange sie nicht feucht werden, halten sie sicher länger. Ja. Wenn man sie in die Erde steckt, natürlich der Teil, der in der Erde steckt, der fällt irgendwann weg. Ich weiß noch, am Anfang hast du immer dann die Stäbe geputzt und geschrubbt und sauber gemacht. Natron oder was weiß ich, nicht Natron, mit Natronlauge, glaube ich. Nein, gar nicht, ich habe sie immer wieder abgeschliffen. Abgeschliffen sogar. Ja. Aha. Machst du das noch dann? Mache ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Nee, ne? Wenn irgendwelche Krankheiten die Tomaten befallen, dann sind die eher in der Luft zu finden als direkt an den Stäben. Okay. Also vor allem die Braunfäule, vor der so viele Angst haben, die kommt ja über die Luft und nicht über die alten Tomatenpflanzen. Also man muss die ja gar nicht auf den Kompost, also man kann sie am Kompost schmeißen, muss sie nicht irgendwie entsorgen, wie es halt viele machen. Glaubst nicht, ja? Wie zum Sondermüll. Das ist überhaupt kein Problem. Nee, ich habe einfach einen zweiten Kompost, wo bei mir die ganzen Tomatenblätter hinkommen im Herbst. Aber wie gesagt, die Sporen sind in der Luft. Okay. Und die Braunfäule selbst, also der Pilz, der kann nur am lebenden Pflanzengewebe überleben. Okay. Sobald die Pflanze tot ist, ist auch der Pilz tot. Die Sporenbelastung hast du sogar noch. Aber der Pilz lebt nicht mehr weiter. Okay. Kann man einfach am Kompost schmeißen. Okay. Machst du das so bei dir? Ja. Und der Kompost wandert wieder ins Gewächshaus zu den Tomaten? Durchaus, es ist, macht ja nichts. Okay, du machst es so und bei dir funktioniert es? Ja. Okay.